Fitness-Influencerin Pamela Reif macht mal wieder Schlagzeilen durch ungünstige Aussagen in einem Interview und Affenvideos aus Bali. Und das, obwohl sie ja vor kurzem schon mal für ein paar Aussagen, die sie getätigt hat, stark in die Kritik gekommen ist. Ich habe mir zu diesem Anlass gedacht, wir gucken uns mal an, was da passiert ist. Spoiler, ich würde Pamela in Zukunft auf jeden Fall einen PR-Berater ans Herz legen. Dann gehen wir in diesem Video aber noch einen Schritt weiter und kritisieren sie mal für das, was ihre Kernkompetenz ist, nämlich ihr Fitness- und Ernährungskontent. Da gibt es nämlich auch das ein oder andere, was euch vielleicht negativ überraschen wird. Aber bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Disclaimer für die Leute, die mich immer missinterpretieren wollen. Dieses Video wird sehr viel Kritik enthalten, weil mir das einfach immer zu kurz kommt bei diesem Thema. Aber natürlich weiß ich auch, dass Homeworkouts wie die von Pamela Reif tausenden Menschen helfen, ins Thema Sport einzusteigen. Das will ich auch überhaupt nicht kleinreden, das finde ich toll und das soll auch gar nicht Kern der Diskussion sein. Des Weiteren steht Pamela Reif hier in diesem Video in vielen Fällen auch für ganz viele andere Personen, die Fitness-Content machen auf Social Media. Aber sie ist einfach durch die ganzen Dinge, die sie erreicht hat, durch ihre Größe auf Social Media und durch ihre eigenen Produkte quasi so das Paradebeispiel für meine Kritik der Endgegner, an dem ich das jetzt einfach mal aufhänge. Beginnen wir aber mit dem seichteren Thema, den PR-Fails, die sie sich in letzter Zeit so geleistet hat. Zum einen wäre da dieser Vorfall vor ein paar Wochen, als sie in einem Video folgende Aussagen tätigte. Ja, das ist voll gemein. Ich dachte, ich mache das jetzt drauf und werde voll schön. Nicht nur, dass sie hier ein Wort verwendete, was heute gemeinhin als Schimpfwort für Transpersonen konnotiert ist. Nein, sie setzt auch das Aussehen von Transpersonen durch ihre Abwertung des Filters auf eine Art und Weise mit dem Gegenteil von Schönsein gleich. Sie hat sich dafür dann auch entschuldigt. Ich persönlich fand die Entschuldigung ein bisschen unschlüssig, aber fair enough. Vor ein paar Tagen bin ich dann durch Luisa Dellert und Robert Mark-Lehmann darauf aufmerksam geworden, dass sich Pamela Reif in ihrem Bali-Urlaub auch nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert hat. Mehrere Videos, die zum Zeitpunkt des Skriptes sogar noch in ihren Story-Highlights zu sehen sind, zeigen sie, wie sie sich in den berühmten Monkey Forest, also Affenwald, begibt. Dabei versteckt sie einen ihrer Eigenmarke Fitnessriegel in ihrem BH, statt ihn in die Bauchtasche zu packen. Denn vielleicht sollte ich dazu sagen, dass an solchen Attraktionsorten immer wieder und ausdrücklich durch Schilder und so weiter darauf hingewiesen wird, dass es untersagt ist, die Tiere zu füttern. Und auch, dass das Essen und Getränke mitführen nicht wirklich gewünscht ist, weil es sich eben um Wildtiere handelt, die dort frei herumlaufen. Also ich war vor ein paar Jahren selbst mal in einem ähnlichen Gebiet und da wurde uns sogar gesagt, dass wir vermeiden sollten, überhaupt Wasserflaschen mitzunehmen, da selbst das die Affen checken, die das gerne stibitzen und man eben aber vermeiden will, dass die mit diesen menschlichen Produkten in Kontakt kommen. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber auf mich wirkt es so, als hätte Pamela Reif diesen Riegel ganz kalkuliert in ihren BH gesteckt, um eben eine lustige Marketingaktion zu kreieren. Denn obviously wurde dieser Riegel, trotz dass er im BH war, sofort von einem Affen entdeckt und geklaut. Und zufällig wird dabei natürlich die Kamera drauf gehalten. Pamela selbst hat sich vorher auch schon mehrfach gefilmt und ihren tollen Fitnessriegel ausgepolsterten BH. Und als der Affe den Riegel dann stibitzt, wirkt sie auch null überrascht. Sie macht gar keine Anstalten, irgendwie das Personal vor Ort zu kontaktieren, sondern sie hält selbst sofort mit ihrer eigenen Kamera drauf. Und dann wird praktischerweise im nächsten Slide auch noch der Riegel beworben, der ja sogar Affen total gut schmeckt. Ich muss sagen, ich fand diese Stories persönlich richtig, richtig eklig. Also selbst wenn es ein Versehen gewesen sein sollte, was ich persönlich überhaupt nicht denke, dann frage ich mich trotzdem, warum lädt man das hoch? Also es ist für wilde Affen nicht gut, wenn sie diese menschlichen, hochverarbeiteten Produkte bekommen. Es ist für die Umwelt nicht gut, wenn die Verpackung dann dort im Wald landet, weil davon muss man ausgehen an der Stelle, wenn der Affe mit diesem Riegel abhaut. Und es ist auch für Menschen nicht gut, wenn sie an solchen Orten regelmäßig mit den Affen nah in Kontakt kommen, weil sich eben Krankheiten übertragen können von der einen auf die andere Seite und umgekehrt. Und da alle guten Dinge drei sind und ich Pamela wirklich aufzeigen will, dass sie unbedingt einen PR-Berater braucht, kommen wir noch zu einem kürzlich erschienenen Interview mit der 20-Minuten-Zeitung, in welchem sie gefragt wird, warum sie denn in China so erfolgreich sei. Ich glaube, ich treffe da so ein bisschen ein Schönheitsideal, was dort biologisch nicht existiert, also blond, sehr schmal und eher klein und etwas
ruppig vielleicht. Und das sind alles Dinge, die in China sehr gut ankommen. Breaking News an dieser Stelle. In China leben tatsächlich nicht mehr alle Menschen vorsinnflutlich auf irgendwelchen Bauernhöfen. Nein, da soll es doch tatsächlich mittlerweile auch Friseursalons geben, wo sich die Leute die Haare genau so blond färben können, wie sich auch Pamela selbst ihre Haare blond färbt. Spaß beiseite. Generell muss ich sagen, ich fand das Interview jetzt gar nicht so schlimm, wie es von einigen Menschen auf TikTok aufgefasst wurde. Also da wurde sie irgendwie sehr stark gehatet. Aber ich muss auch sagen, dass mir ein paar ihrer Aussagen so ein bisschen komische Vibes gegeben haben. So Statements wie, in der Schule war ich etwas intelligenter als der Durchschnitt, kommen halt ein bisschen random, wenn man bedenkt, wie sehr unser Schulsystem und dessen Verständnis von Intelligenz in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon in Kritik geraten ist. Und wenn man bedenkt, dass Pamela selbst anscheinend nur so weit intelligent ist, als dass sie nicht versteht, dass man in einem Monkey Forest, wo überall Schilder sind, kein Essen in sein BH stecken sollte. Bombastic Side-Eye. Am merkwürdigsten fand ich aber ihre Antworten darauf, wie sie sich ihren eigenen Erfolg erklärt. Meine Mutter meinte immer, schon an ihrer Brust habe ich gesaugt wie ein Weltmeister und habe unglaublich effektiv gearbeitet und so hat sich das durchgezogen. Okay. Also ich arbeite tendenziell einfach mehr und länger und intensiver als die anderen und deswegen wurde ich dann auch ein Stück erfolgreicher als viele. Warte, das erinnert mich irgendwie an jemanden. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Nee, Spaß beiseite. Ich will Pamela ihren Erfolg und ihre harte Arbeit überhaupt nicht absprechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes häufig die Extrameile gegangen ist, um dort zu stehen, wo sie heute ist. Und dafür hat sie auch meinen vollsten Respekt. Trotzdem verstehe ich auch, warum sich Menschen über solche Statements aufregen. Wenn man vielleicht in eine ärmere Familie geboren wird, weder Geld noch Zeit hat und sich sowieso schon den Arsch abarbeitet, um das eigene Leben zu finanzieren, dann können solche Aussagen schon ziemlich zynisch rüberkommen. Denn am Ende bin ich der festen Überzeugung, dass auch bei Pamela ein bisschen Glück im Spiel war. Und sei es nur in Bezug auf Pamelas symmetrisches und wunderschönes Gesicht, das sie in der Genlotterie gewonnen hat und das ihr sicher auch geholfen hat, Erfolg zu haben in einer Branche, in der es hauptsächlich um das Aussehen geht. Außerdem, und auch das erwähnt Pamela in dem Interview nicht, ist ihr Erfolg meiner Meinung nach nicht nur auf harte Arbeit, sondern auf cleveres bis hin zu dreistes Marketing zurückzuführen. Siehe Affenskandal, aber auch andere Dinge. Und darüber möchte ich jetzt mit euch mal genauer sprechen. Kommen wir erstmal zu Pamelas Produkten, bevor wir zu ihren Workouts kommen. Denn ich glaube, hier wird auch für Laien einfacher deutlich, wie stark das Marketing ihrer Brand eigentlich ist. Und dann versteht ihr später vielleicht auch eher, wie das bei den Workouts funktioniert. Plastik mal anders. Pamela ist große Vorreiterin, was den Vertrieb von vermeintlicher Fitnessnahrung angeht. Egal ob Proteinriegel, Müsli oder Schokolade. Ihre Eigenmarke Naturally Pam. Kurzer Einschub, der Begriff Naturally ist übrigens nicht geschützt und garantiert erstmal gar nichts. Verkörpert laut ihren Aussagen all das, was für sie persönlich selbstverständlich ist. Ich zitiere: Keine künstlichen Aromen, keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe und kein Rohrzucker. Dazu kommen wir später nochmal. Des Weiteren natürliche Bio-Zutaten verpackt in möglichst nachhaltigen Materialien. Eine ziemlich vage Formulierung, was vermutlich daran liegt, dass der Verein Foodwatch e.V. letztere Aussage nicht so ganz bestätigen konnte. Die nominierten den Clean Protein Bar von Pamela 2021, nämlich für den goldenen Windbeutel. Das ist ein Negativpreis für besonders dreiste Werbeversprechen. Ich zitiere mal aus der Nominierung. Die Fitness-Influencerin Pamela Reif bewirbt die Verpackung ihres Proteinriegels als plastikfrei, biologisch abbaubar und umweltfreundlicher als konventionelles Plastik. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Plastikfolie, die weder kompostiert noch recycelt wird, sondern als Plastikmüll in der Müllverbrennung landet. Auch in der Natur würde die Folie, wenn überhaupt, nur sehr langsam abgebaut. Naturally Pam hat sich damals auch zu diesen Vorwürfen geäußert, also man kann die Antwort-Mail auch noch im Netz finden. Sie sagen hier halt, dass das PLA ja aus Zuckerrohr und Mais gewonnen würde und damit ein nachwachsender Kunststoff wäre. Ja, yeah, aber trotzdem ist PLA halt ein Polyester, der nicht einfach so kompostiert, wenn man ihn in die Natur wirft. Man bräuchte dafür ein bestimmtes Kompostierverfahren, aber das gibt es in Deutschland nicht wirklich. Deswegen wird dieses Produkt im Müll beim Entsorger
verbrannt statt kompostiert oder gar recycelt, wie es andere Kunststoffe werden. Und ich muss sagen, ein Verpackungsmaterial wie PLA als plastikfrei zu bezeichnen, finde ich persönlich mehr als dreist. Das ist für mich so ein bisschen Schönrederei. Und das ist eigentlich auch das, was ich für mich durch das gesamte Werk der Pamela Reif zieht, so ein bisschen. Also ich will sie überhaupt nicht vergleichen mit anderen Personen im Internet, die sich wirklich für nichts zu schade sind und für die größten Schundprodukte werben, ohne Scham, ohne jegliches Moralgefühl, keine Ahnung. Nur, dass ich das mal gesagt habe, also da gibt es definitiv viel, viel Schlimmere. Aber ich möchte auch in diesem Fitnessbereich mal so ein bisschen Aufklärung leisten. Preise wie im Frieden. Und um das Ganze weiterzuführen, vor einiger Zeit habe ich mir aus persönlichem Interesse auch als Konsument mal den Spaß gemacht, Pamelas Produkte mit handelsüblichen Alternativen aus Supermarkt und Drogerie zu vergleichen. Am meisten negativ ins Auge gestochen ist mir dabei die Schokolade. Und weil man die meiner Meinung nach sehr gut mit der Drogeriemarkt-Alternative vergleichen kann, habe ich das für euch hier einfach mal 1:1 gemacht. Wir haben hier auf der einen Seite die vegane Bio-Schokolade von DM und auf der anderen Seite die vegane Naturally Pam-Schokolade, ebenfalls mit 70% Kakao. Das erste, was meiner Meinung nach schon ziemlich frech ist, ist, dass Pamelas Schokolade nicht diese klassische 100-Gramm-Größe hat, wie man anhand der Verpackung erstmal vermuten könnte, sondern nur 85 Gramm, aber trotzdem eben deutlich teurer ist als die Drogeriemarkt-Alternative. Also ich habe das mal für euch ausgerechnet. Auf 100 Gramm gerechnet kostet diese Tafel 3,28 Euro. Also mehr als das Doppelte von der Drogerietafel für 1,15 Euro. Genau genommen also 185% mehr. Und das wird noch witziger, wenn man bedenkt, dass beide Schokoladen nur aus jeweils 3 Zutaten bestehen. 2 davon sind identisch, nämlich Kakaomasse und Kakaobutter. Die letzte Zutat ist Zucker. Beim Drogeriemarkt ist es Rohrzucker, bei Pamela Kokosblütenzucker. Und ich weiß, manchen von euch jucken wahrscheinlich schon die Finger, aber bevor wir auf diesen verdammten Kokosblütenzucker eingehen, vergleichen wir nochmal kurz die Nährwerte bei der Schokolade. Pamelas Schokolade hat im Vergleich zur sehr ähnlich zusammengesetzten Drogerieschokolade auf 100 Gramm 52 Kilokalorien mehr, 5,9 Gramm gesättigte Fettsäuren mehr und 1,8 Gramm weniger Eiweiß. Lediglich beim Zucker kann sie punkten mit 0,9 Gramm weniger Zucker. Also ich sag mal so, das ist jetzt vielleicht nur eine persönliche Präferenz, aber bei meinem Verständnis von Fitness könnte ich mit sehr gutem Gewissen auf die Drogeriemarkt-Alternative zurückgreifen. Wenn ihr noch mehr Vergleiche von Pamelas Produkten zu anderen Supermarktprodukten wollt, dann schaut mal in dieses Video von Yummy Bean. Da findet ihr sicherlich noch ein paar weitere kostengünstige Alternativen. Und auch bei so Sachen wie Haferflocken gebe ich euch jetzt einfach mal den Tipp, nur weil man die in Organic Oats umbenennt, ist da sicherlich kein Wundermittel drin. Bio-Haferflocken gibt es auch in sämtlichen Supermärkten, teilweise auch günstiger. Also ich meine, wenn ihr sowieso online bestellt und vielleicht auch eure Lieblingsinfluencerin unterstützen wollt, tut euch keinen Zwang an, macht es gerne. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. So, jetzt aber zum Kokosblütenzucker. Die Kokosblütenzuckerlüge. Ich höre schon einige von euch schreien, ja, aber Pamela benutzt doch in ihren Produkten den tollen Kokosblütenzucker. Der ist viel gesünder als der böse Rohrzucker und dafür bezahle ich auch gerne mehr. Ich sag's, wie es ist. Ich habe das auch gedacht früher. Ich bin komplett auf dieses Marketing reingefallen. Ich habe Produkte einfach nur gekauft, weil statt Rohrzucker Kokosblütenzucker drin war, weil mir einfach ganz viele verschiedene Influencer gesagt haben, dass das besser sei. Aber gucken wir uns doch jetzt einfach mal genau an, wie viel besser es denn eigentlich ist. Die Süßkraft von Rohrzucker und Kokosblütenzucker ist in etwa gleich. Das ist schon mal gut, damit wir diese beiden Dinge vergleichen können. Was die Kalorien betrifft, sind Rohrzucker und Kokosblütenzucker entgegen mancher Gerüchte im Internet tatsächlich fast identisch. Auf Pamelas Website haben 100 Gramm ihres Organic Coconut Sugars auch 396 Kilokalorien. Und zum Vergleich für euch, also Rohrzucker liegt auf 100 Gramm bei 396 bis 399 Kilokalorien. Nun esst ihr aber hoffentlich keine 100 Gramm Zucker, egal von welchem der beiden Zucker. Sagen wir mal, in einer Schokolade, um beim Beispiel von eben zu bleiben, sind etwa 27 Gramm Zucker. Dann lägen wir hier bei einem maximalen Kalorienunterschied von 1,9 Kilokalorien. Das ist nicht mal ein Tick-Tack. Und ich erinnere euch auch nochmal dran an eben, Pamelas Schokolade hatte ja insgesamt sogar deutlich mehr Kilokalorien
als die Drogeriemarktalternative. In Kalorienhinsicht ist also Kokosblütenzucker definitiv keine Fitnessalternative. Das könnt ihr in eurem Kopf jetzt streichen, ausradieren, löschen. Aber da wäre ja noch die Sache mit diesem Blutzuckerspiegel. Also im Internet liest man häufig, dass Kokosblütenzucker den Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe schießen lassen würde und somit langfristig weniger Heißhungerattacken auf Süßes entstehen lässt. Um den Verlauf des Blutzuckerspiegels nach dem Verzehr verschiedener Lebensmittel zu bestimmen, gibt es den glykämischen Index. Je höher der Wert, desto höher fällt der Blutzuckeranstieg aus. Im Internet hält sich aus mir unerklärlichen Gründen für Kokosblütenzucker die Zahl 35 für den glykämischen Index. Ich glaube, das basiert auf irgendeiner Studie, wo 10 Leute getestet wurden aus Indonesien oder so. Ich habe es aber jetzt konkret gar nicht gefunden, diese Studie überhaupt, nur Leute, die darüber geschrieben haben. Ja, aber beim Stern zum Beispiel wird es einfach ohne Angaben von irgendeiner Quelle einfach so behauptet. Ich habe mir aber mal eine Quelle angeguckt, die wirklich auf einer Studie basieren soll, nämlich von der University of Sydney. Und da kommt Kokosblütenzucker auf einen glykämischen Index von 54. Zum Vergleich, Rohrzucker liegt bei 60. Der Unterschied ist also auch hier super klein. Und es legt auch diese Studie hier nahe. Die untersuchte nämlich, wie sich Kokosblütenzucker auf den Blutzucker von 43 übergewichtigen Patienten mit Typ 2 Diabetes auswirkte. Und ne, gerade für Leute mit Diabetes ist eben dieser glykämische Index super wichtig. Und es wurde kein signifikanter Unterschied, also kein bedeutender Unterschied zwischen der Wirkung von Kokosblütenzucker und Rohrzucker auf den Blutzuckerspiegel festgestellt. Die Autoren schlossen daraus, dass Kokosblütenzucker eben keine gesunde Alternative zu Rohrzucker für Patienten mit Typ 2 Diabetes ist. Übrigens, auch um das mal gesagt zu haben, wird auch oft behauptet, dass Kokosblütenzucker einfach mehr wertvolle Nährstoffe und Mineralien hätte als der böse Rohrzucker. Aber auch das ist bei der Menge, die man als normaler Mensch an Zucker isst, komplett zu vernachlässigen und relativ irrelevant. Ja, und wenn man jetzt bedenkt, dass eine Fitness-Influencerin einfach Säcke an Zucker auf ihrer Webseite verkauft, der, wenn überhaupt, nur marginal besser ist als Rohrzucker. Da muss man sagen, well played, also Marketing durchgespielt, muss ich neidlos anerkennen. Also seid doch mal ehrlich, wenn die jetzt auf ihrer Webseite Rohrzucker verkaufen würde, dann würdet ihr doch alle sagen, what the fuck, was ist falsch? Aber weil euch Influencer einfach lang genug erzählt haben, dass der Kokosblütenzucker ja besser ist als der böse Rohrzucker, nehmt ihr das in Kauf. Also ihr, sage ich jetzt einfach mal so, ich habe es auf jeden Fall getan, eine lange Zeit. Ich habe es abgekauft, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, zu dem ganzen Zuckerthema noch ein ganz kurzer Einschub, weil ich das für wichtig halte. Erstmal ist es völlig legitim, wenn man ab und zu Zucker konsumiert. Ich finde es halt nur nicht legitim, wenn man so tut, als ob ein Zucker gesund sei, der in Wirklichkeit aber nicht gesund ist. Generell sollte man es mit jeglichem Zucker einfach nicht übertreiben. Und jetzt kommt mein Einschub. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Video und alles, was ich bis jetzt zum Thema Zucker gesagt habe, bewusst ausgenutzt wird von Leuten, die Alternativprodukte mit Süßstoffen abseits von Zucker bewerben wollen, weil das wird immer gerne in diesem Zusammenhang gemacht. Nur um das mal ganz kurz klarzustellen, ich halte absolut gar nichts von Süßstoffkonsum im Übermaß. Außer man ist jetzt eine Diabetiker und das ist die einzige Art und Weise, wie man süße Dinge überhaupt konsumieren kann. Ich weiß, da sind die Meinungen sehr zwiegespalten. Vielleicht mache ich auch nochmal ein komplettes Video zum Thema Süßstoffe, damit ihr nachvollziehen könnt, warum das meine Ansichten sind. Aber für heute gebe ich euch einfach mal mit, dass es vielleicht sinnvoller sein kann, generell den Genuss von Süßem zu reduzieren, anstatt Zucker mit Süßstoffen zu substituieren, weil man sich dadurch auch in eine Art Abhängigkeit von diesen Produkten begibt. Und ich will jetzt gar nicht weiter über das Thema Essstörung und sowas ausführen, nur dass ich es mal grob gehört habe, dass ich von Süßstoffen als Alternative eben auch nicht so wirklich viel halte. So, Pamela kann jetzt mal kurz durchatmen, denn wir kommen zu einem Thema, was sehr, sehr viele Fitness-Influencer auf Social Media betrifft. Wir kommen nämlich zu den Workouts, den Fitnessplänen, die wir alle so gerne zu Hause nachtun. Und das Motto, was ich euch jetzt nenne, könnt ihr euch wirklich hinter die Ohren schreiben, damit ihr es nicht vergesst. Aussehen ungleich Wissen. Mein Lieblingsbeispiel ist hier Fitness-Influencerin Lisa Del Piero. Sie ist absolut fit und häufig im Gym,
gar keine Frage. Aber ein Po-Workout bei Gimondo zu vermarkten, wenn man sich selbst den Po mit Eigenfett hat aufpolstern lassen, hat einen faden Beigeschmack. Ich habe mir aber meine Hip-Dips, also die Lücken hier an den Seiten, minimal auffüllen lassen mit meinem Oberschenkel-Innenfett. Und da wurde minimal was entnommen und hier in diese Lücken gesetzt. Und selbst das scheint ja nicht zu reichen. Sogar mit Fotobearbeitungs-Apps wird hier nachgeholfen, wenn ich mir diese Jeansnaht anschaue. Po aufspritzen lassen und dann so tun, als ob es nur durch Fitness entstanden ist. Ist ja fast so, als ob jemand beim Friseur war, um seine Haare blond zu färben und dann sagt, dass er ein Schönheitsideal verkörpert, was es in China nicht gibt. Zurück zum Thema. Ich habe ja schon viele Fitness-Influencer im Real Life sehen dürfen. Und ich kann euch sagen, auch bei Fitness-Influencern wird viel gepostet, gefotoshoppt oder beschönigt. Übrigens, bei Männern kenne ich mich persönlich nicht so gut aus, aber auch hier gilt natürlich, viele Influencer helfen nach, sei es mit Photoshop oder dort auch häufig mit Testosteron, was man sich eben spritzt, ne, damit man mehr Muskelmasse aufbaut. Und viele, die es machen, geben es nicht offen zu. Also nur weil jemand in euren Augen gut aussieht, bedeutet das nicht, dass diese Person ihre Form auf natürlichem Wege erreicht hat oder auf dem Weg erreicht hat, wie sie euch dann vermittelt, wie sie sie erreicht hat. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also anders gesagt, nur wenn ihr die Workouts, die eine Person postet, stur nachmacht, werdet ihr nicht aussehen wie diese Person. Weil da oft noch ein ganz anderer Lifestyle hintersteckt. Also sie sind teilweise jeden Tag im Gym, mehrere Stunden im Gym, viel, viel konsequenter dabei, weil es auch ihr Hauptberuf ist. Ne? Ist ja auch irgendwie logisch. Ja, nur, dass ich das auch mal gesagt habe. Und wir kommen, um das Beispiel nochmal zu verdeutlichen, zurück zu Lisa Del Piero, um das auch auf eine bisschen wissenschaftliche Ebene zu bringen. Also ihr Booty Next Level Programm bei Gimondo soll für Zuschauer ohne Hanteln und ohne Geräte funktionieren. Also ich kann ja mal hier vorlesen, hier ist so von straffe dein Body oder mache deine Rückseite zur Schokoladenseite die Rede. Und die Versprechen wurden vermutlich absichtlich vage gehalten, da es unwahrscheinlich ist, dass man von Bodyweight Training ein Po wie den von Lisa Del Piero bekommt. Also von Unterspritzung jetzt mal komplett abgesehen. Aber Lisa Del Piero zeigt sich auf Instagram andauernd, wie sie im Gym trainiert mit viel Gewicht, mit massiv viel Gewicht. Und das hat auch einen Grund. Obwohl es für Anfänger absolut sinnvoll ist, zum Sport erstmal nur das eigene Gewicht zu nutzen, ne, um überhaupt erstmal reinzukommen, um Muskelmasse aufzubauen, um ein bisschen Fett zu verlieren, nähert sich der Körper mit wachsender Fitness relativ schnell einem Plateau an. Also es bedeutet logischerweise, dass man sich ohne Gewichte irgendwann nur noch steigern kann, wenn man die Wiederholungsanzahl erhöht. Ne, also ganz einfach gesagt, wenn ich jetzt 20 Kniebeugen locker schaffe zu Hause, dann kann ich die ja nur noch krasser machen, indem ich halt irgendwie 40 Kniebeugen mache, wenn ich kein Gewicht habe. Hierbei handelt es sich aber um eine Kraftausdauerübung, also keine Muskelhypertrophie. Also es wird nicht gefördert, dass die Muskeln wachsen, sondern einfach nur, dass die Kraftausdauer besser wird. Das werden euch sehr viele Experten auf diesem Gebiet bestätigen können. Und ich bin ganz ehrlich, auch hier, ne, vor 2-3 Jahren wusste ich das nicht. Also ich habe echt gedacht, wenn ich einfach Homeworkouts mache und wenn ich davon mehr mache, dann werden meine Muskeln genauso wachsen, wie wenn ich irgendwie im Fitnessstudio Gewichte bewege. Aber Brennen alleine reicht eben nicht. Also ich weiß, man spürt dann so ein Brennen, man denkt so, oh mein Gott, es hat gebrannt, jetzt müssen meine Muskeln wachsen. Aber auch das könnt ihr euch vielleicht merken, Brennen ungleich Muskelwachstum, sondern es kann halt auch einfach brennen, weil sozusagen die Kraftausdauer des Muskels gefördert wurde. Das liegt übrigens auch alles die Forschung nahe. Also es gibt da aktuelle Studien, auch aus 2021. Ich kann die euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ganz wichtig, wieder mal ein Einschub. Will ich damit sagen, dass Homeworkouts grundsätzlich Schwachsinn sind? Nein, will ich überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Also gerade für Anfänger, ne, ist es super, wenn das Ziel einfach die Steigerung der Kondition ist, der Kraftausdauer, dann go for it. Ich will nur nicht, dass ihr denselben Fehler macht wie ich. Also ich habe mir lange gewünscht, meinen Körper durch Muskelmasse so ein bisschen besser in Form zu bringen. Und ich habe echt gedacht, wenn in einem Videotitel drin steht, set your butt on fire and make it grow, dass dann mein Po-Muskel wächst, wenn ich das nur oft genug mache. Aber das ist nicht unbedingt so. Damit der Po wirklich wächst, damit er sich verändert und zu so einem, ja, keine Ahnung, runden Po wird, muss man mit Gewichten trainieren. Das sieht man an Lisa Del Piero und ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, also ich vermute es, dass Pamela Reif im Fitnessstudio auch mit Gewichten trainiert, um ihre Figur
zu bekommen. Aber das ist jetzt erstmal nur Mutmaßung. Ich habe mich da nicht so genau mit ihr beschäftigt, ob sie das denn wirklich tut. Gerade zu diesem Pamela Bulti-Video gibt es auch eine sehr gute Analyse von Coach Steph. Das ist nämlich ein Fitness-YouTuber, der ist tatsächlich Physiotherapeut und langjähriger Trainer. Und der erklärt eben hier mit einem Kollegen, warum manche von Pamela gezeigte Übungen die komplett falsche Muskelgruppe treffen, wenn man seinen Po wachsen lassen will. Guckt euch das gerne mal an, vielleicht ist das so ein Aha-Moment für den einen oder anderen von euch. Des Weiteren will ich auch nochmal kurz anmerken, dass man sich auch bei Home-Workouts verletzen oder langfristig eben Sachen kaputt machen kann. Daher empfiehlt sich einfach generell nach Leuten Ausschau zu halten, die eben Erfahrung in diesem Bereich haben, vielleicht eine Ausbildung haben, also sei es eine Trainerlizenz, eine Physio-Ausbildung, Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler und so weiter und so fort. Ne, ist natürlich nie eine Garantie, aber es ist natürlich ein Indiz dafür, dass es eben eher Hand und Fuß hat, was da gesagt wird. Eine ganz gute Faustregel, um das zu überprüfen, ist vielleicht folgendes Gedankenexperiment. Also wenn ihr euch ein Fitness-Tutorial anguckt von einem Fitness-Influencer, wo ihr jetzt vielleicht wisst, das ist einfach nur ein Fitness-Influencer, der hat jetzt keine Ausbildung in diesem Bereich, stellt euch einfach mal vor, würdet ihr dieses Tutorial auch nachmachen, wenn die Person, die es vormacht, nicht eurem körperlichen Ideal entspricht? Also würdet ihr die Übung dann vielleicht für schwachsinnig halten, weil ihr dann denkt, der hat ja keine gute Figur oder die hat ja keine gute Figur, es müssen Schwachsinnsübungen sein? Oder erscheinen die euch trotzdem logisch, weil der Influencer logisch erklären konnte, warum diese Übung jetzt sinnvoll ist und wie man sie auszuführen hat? Grundsätzlich gilt natürlich, trotzdem, Bewegung ist besser als nichts. Ich weiß, manche Leute wollen sich einfach nur zwischen Tür und Angel ein bisschen fit halten, 20 Minuten was machen, manche haben keine Zeit, kein Geld, und deswegen weiß ich auch, dass Pamela da in den letzten Jahren auch definitiv Teil der Lösung war. Einfach um das positiv am Ende nochmal zu sagen, sie hat mit Sicherheit sehr vielen Leuten geholfen, sich zu Hause aktiv zu bewegen. Trotzdem, und das sollte dieses Video vermitteln, muss man auch bei diesen vermeintlich perfekten Vorbildern immer kritisch bleiben, denn trotzdem geht es im Hintergrund natürlich auch um Geld, natürlich auch um Profit. Und ich hoffe, das konnte ich so ein bisschen in diesem Video darstellen, ohne jetzt zu gemein zu sein. Und hoffentlich kann ich das auch in den nächsten Videos. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne meinen Kanal, bleibt rational und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.